Hallo und herzlich willkommen zum vierten Kreativnomaden-Video. Mein Name ist Brigitte Karasek. Herzlich willkommen aus Sonnoviet. Heute im Wohnzimmer. Hinter mir siehst du meine Bilder, die ich hier aufgehängt habe. Ja, und kaum bin ich hier richtig angekommen und fühle mich wohl, geht es auch schon wieder weiter zur nächsten Destination. Aber du merkst auch an meiner Kleidung, es ist hier auf Mallorca nicht mehr wirklich warm und kuschelig angenehm. Ich bin ganz froh, dass es in ein paar Tagen in die Tropen geht. Ich wurde auch gefragt, ja, 3 Monate so unterwegs, sag mal, mit wie vielen Sachen reist du denn da um die Welt und wie viel Gepäck hast du dabei? Und deswegen dachte ich mir, ich mache spontan, wo ich jetzt dabei bin, meine Sachen zu packen, ein kleines Video darüber, was braucht man nicht. Wobei vieles natürlich auch sehr persönlich ist. Bei mir ist es eben so, ich habe früher viel mehr mitgenommen und jetzt ist es weniger geworden, beziehungsweise es hat sich verschoben von, es ist viel weniger Kleidung geworden und es wurden andere Sachen, die mir das Leben in dieser Zeit einfach angenehm machen. Los geht's schon mal mit der Wahl, ja, womit reise ich denn überhaupt, was habe ich für ein Reisegepäck? Ich hatte ursprünglich die ersten Jahre immer einen richtigen Rucksack dabei gehabt. Der hat für mich ein paar Nachteile, deswegen habe ich ihn nicht mehr. Die lassen sich immer nur von oben beladen. Und wenn man so unterwegs ist als Backpacker, ein paar Tage hier, ein paar Tage da, dann gehst du ständig irgendwo zu einem Flieger, du gehst ständig zu einem Bus auf die Suche oder zu einem Schiff. Und da stehst du oftmals an der falschen Stelle und musst 3, 4, 5 Mal umstellen, bevor du wirklich da bist, wo du hin möchtest. Und einen Rucksack, den musst du ständig wieder hochnehmen. Deswegen bin ich dann vor ein paar Jahren auf den Rollrucksack gekommen. Aber beim Rollrucksack ist halt das Problem, dieses Rucksackteil, diese Sachen, diese Griffe, die kommen dir immer irgendwo in die Rollen rein. Das ist nicht sehr angenehm. Also packt man das zusammen, dann rollt man den Rucksack nur und dann haben wir gesagt, dann kann ich mir gleich eine Reisetasche kaufen. Und diese Boge hier, die ist super. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal im Einsatz gehabt, weil man kann sie schön aufmachen, sieht alles, hat jede Menge Fächer. Ganz toll auch ein etwas außergewöhnliches Design zu haben. Es gibt nichts Blöderes als am Gepäckband den 25. schwarzen Koffer zu suchen. Last not least natürlich auch, wenn man größer ist, dass es also auch schön hoch zum Rollen ist. Den ziehe ich immer hinter mir her. Was kommt rein? Fangen wir gleich mal mit dem größten und schwersten Teil an, aber es ist gleichzeitig für mich das wichtigste Teil. Das ist nämlich ein Reisebett, aufblasbar. Betten in Thailand und anderswo sind für mich verdammt hart, was ich da schon erlebt habe, dass ich als Seitenschläfer nächtelang nicht schlafen konnte. Deswegen habe ich das immer dabei. Mit einer Pumpe, ist natürlich 3,5 Kilo, aber das ist es mir wert. Und ebenso, ja, es wird ja immer mal wieder gesagt, nähe dir einen seidenen Schlafsack, also damit du das irgendwie sauberer hast, wenn du unterwegs bist. Ich habe bis jetzt die ganze Zeit, ich habe noch nie ein Problem damit gehabt mit der Sauberkeit, aber mir ist oft eine Nacht zu kalt geworden. Deswegen habe ich hier so ein Flanell-Leintuch und das liebe ich heiß, es ist schön groß, man kann sich von oben bis unten einmummeln damit. Und das kommt immer mit, das ist seit Jahren mit mir auf Reisen, wenn ich unterwegs bin und das kommt auch wieder zurück. So, das nächste Thema zum praktisch sein. Es ist ein Unterschied, ob man mal 2 Wochen irgendwo ins Hotel geht und da hat man ja sowieso, kennt ihr ja alle im Hotel, hat man jede Menge Möglichkeiten, seine Sachen unterzubringen, Nachtkästchen und, und. In einfachen thailändischen Strandhütten hat man gar nichts und irgendwo möchte ich dann natürlich auch diese Zeit Ordnung haben und deswegen habe ich mir diesen Organizer vor einigen Jahren angeschafft und immer mal wieder adaptiert für mich. So auf diesen Dingen, da kann man sehr schön die Sarongs reinhängen. Und es ist jetzt zwar nicht sehr viel, was man so hat, aber angefangen von Taschenlampen und Sonnenbrille und. All das hat hier seinen Platz und muss nicht irgendwo am Boden liegen. Und klein zusammenzurollen ist er auch noch. Das ist natürlich immer wichtig, dass alles, was man mitnimmt, dass es leicht ist, dass es klein ist, dass es praktisch ist und dass man es also mindestens 70-80% der Zeit auch braucht. Die Haken habe ich übrigens da dran gemacht, damit ich sie nicht verlieren kann. Auch wichtig ist da mein Lampenschirm. Ja, ihr kennt es wahrscheinlich, diese grauenhaften Energiesparlampen, die gibt es auch in Thailand an jeder Ecke und die nettesten Hütchen sind oft mit diesem grauenhaften Licht ausgestattet, deswegen ist der mit dabei, auch schön faltbar.
Was zum Schreiben ist immer mal wichtig. Gut, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir nur so ein paar Notizen machen, kann man sich kleine Blöcke immer irgendwo anschaffen. Ich schreibe ja meine Morgenseiten, also habe ich meinen ersten Block schon dabei, damit ich also gleich starten kann. Schreibe meine Morgenseiten auch im Flieger. Deswegen sind die in der Notebooktasche dabei und da kann ich das also gleich rausnehmen. Ja, das Notebook muss natürlich dabei sein, wenn man arbeiten möchte. Ansonsten kommst du mit dem iPad oder so auch raus. Das habe ich dabei und hoffe, dass ich darüber auch in Thailand Filme schneiden kann. Wo wir gerade bei der Technik sind, Kindle kann ich wirklich super empfehlen. Bin zwar eigentlich kein Freund von elektronischen Büchern, ich liebe die haptischen, richtigen Bücher, aber man kann ja auch schlecht 50 Bücher mitschleppen. Ich habe die ersten Jahre den Stefan Lohse in der gebundenen Ausgabe dabei gehabt und der hat alleine schon das dreifache Volumen von dem hier, der ist jetzt elektronisch da drauf. Daneben habe ich also an die 80 diverse Bücher. Ich habe mir im Vorfeld schon einige gekauft, wo ich mir gedacht habe, ja, da werde ich vor Ort Zeit haben, die zu lesen, Fachbücher, die mich interessieren zu bestimmten Themen. Aber man kann sie natürlich auch mit der WLAN-Verbindung auch immer wieder was Entsprechendes kaufen, wenn man feststellt, da ist irgendwo ein neues Interesse da, ich brauche da ein anderes Buch. Der iPod ist auch so ein Wunderding. Ich habe da, glaube ich, wochenlang jetzt Medien drauf. Da sind neben allen möglichen Musikarten sind auch sehr viele Vorträge, Hörbücher, Fachbücher. Und jetzt ganz neu, bin mal gespannt, ich habe so circa 20 Stunden Spanischunterricht da drauf und hoffe sehr, dass ich jetzt endlich mal Zeit und Muße habe, mich intensiver dem Spanischlernen zu widmen. Ja, der ist jetzt 10 Jahre alt, ich hoffe, dass er noch lange hält. So, was haben wir noch? Wenn du so auf Reisen bist, eben keine Pauschalreise, sondern eine Reise, die du dir selber zusammenstellst, dann hast du teilweise sehr viele Unterlagen und da ist es ganz gut, die kopiert in eine wasserdichte Folie zu geben. Wasserdicht deswegen, weil man natürlich, wenn man in Thailand oder in anderen asiatischen Ländern unterwegs ist, sehr viel auf Schiffen unterwegs ist und das nicht auf großen Schiffen, sondern auf kleinen Outboarders und Longtails, genau. Und da kann es schnell mal passieren, dass man irgendwo nass wird. Vielleicht sogar beim ins Wasser springen am Strand den einen oder anderen Fehltritt dabei macht. Deswegen habe ich auch immer meinen Pass noch einmal in Kopie, samt dem Visum natürlich, laminiert. Habe es bis jetzt noch nie gebraucht, aber es ist angenehm zu wissen, so ein Backup zu haben. Wenn du technisch versiert bist, dann bietet es sich natürlich auch an, diese Informationen hochzuladen. Dann kannst du die von jedem Computer, wo immer du bist, kannst du die downloaden und kannst die immer ausdrucken lassen. Das ist auch eine sehr hilfreiche Methode. Ja, über so eine kleine Notfallapotheke brauchen wir jetzt viel zu sagen. Ich beschreibe euch da in der Videobeschreibung, was da drinnen ist. Sind nur so die typischen Sachen wie Salben, Aspirin, Kohletabletten, also Kleinigkeiten. Aber was ein ganz wichtiger Insider-Tipp ist, wenn du vorhast, auf so kleine Inseln irgendwo hinzugehen, auf diese kleinen Hütten, da wo eben die Infrastruktur nicht so ausgebaut ist, deswegen geht man ja dahin, dann hast du meistens nur so von vier Stunden Strom am Tag, 18 bis 22 Uhr läuft der Generator und du hast eine Steckdose. Ja? In den meisten Fällen hast du dann ein iPad dabei, ein iPhone und ein iPod und einen Computer und du hast ein Kindle dabei, da habe ich alleine schon 5 Geräte, das sind die von meiner besseren Hälfte gar nicht eingerechnet und eine Steckdose. Deswegen haben wir immer dieses Verlängerungskabel, diesen Dreifachstecker dabei und dann können wir in der kurzen Zeit die wichtigsten Sachen, die man halt so zum Arbeiten braucht, auch immer entsprechend laden. Ja, auch noch wichtig, auf jeden Fall, egal wo du hinfährst, ist eine Taschenlampe. Nicht nur auf den entlegenen Inseln, wo es wirklich ganz finster ist, wenn du abends vom Essen nach Hause kommst und wo du diese Taschenlampe auch brauchst und in deiner eigenen Hütte zur Toilette zu finden, Taschenlampe auf Reisen ist immer irgendwo ein Muss. Das ist meine Sonnenbrille, die habe ich jetzt noch mit dazugegeben. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema Kleidung. Wie viel Kleidung hat so eine Frau eigentlich dabei? Naja, wie viele Klamotten nehme ich mit? Welche Klamotten nehme ich mit? Auch das ist natürlich sehr persönlich, aber den Tipp, den ich ihr geben kann, schau, dass sie so bequem wie möglich sind, dass du sie total gerne magst, dass du sie so viel wie möglich kombinieren kannst,
dass es Klamotten sind, die du sehr klein zusammenlegen kannst und die dir deswegen nicht böse sind. Und wenn die diese Ansprüche alle erfüllen, dann nimm sie mit, aber nimm relativ wenig mit. Also ich habe vor 2 Jahren, habe ich aus Phuket eine ganze Kiste Klamotten zurückgeschickt. Es waren immer die hübschesten Sachen eigentlich, weil ich zu denen die wenigste Gelegenheit hatte zu tragen. Fangen wir mal damit an. Das ist mal der Stapel der Reiseklamotten, dickes Shirt, eine Jeansjacke, noch so ein Cape drüber, das kann man auch sehr schön zusammenfalten. Dazu eine weiße Jeans, das ist, was ich auf Reisen anhabe. Und noch so ein, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger da heißen, aber sie sind super praktisch, die kann man um den Kopf geben, daraus kannst du ein Kleid machen, da kannst du ein Oberteil machen. Alles Mögliche kann man aus diesen Loops, genau, Loops heißen sie. Was auch immer ein Thema ist, wenn ich jetzt mit so dicken Schuhen reise und dann muss ich die 3 Monate durch Thailand oder durch welches Land auch immer mitnehmen. Deswegen ist mein Geheimtipp diese Leguanas Barfußschuhe. Mit denen kann man super über den Flughafen laufen, also mit denen kann man überhaupt auch durch den Urwald super laufen. Angenehm wie eine Socke. Ich habe die also bei 12- oder 14-stündigen Flügen habe ich die an und spüre die überhaupt nicht. Und wenn ich dann vor Ort bin, kann ich die sehr, sehr schön gleich zusammenrollen. Ich habe die auch immer in meiner Strandtasche dabei, wenn wir irgendwo spazieren gehen. Wir gehen meistens 3, 4 Stunden am Tag. Da kommt man manchmal zu unwegsameren Bereichen, wo die Flipflops unangenehm sind. Dann habe ich die immer dabei. Die sind echt super. Das habe ich schon einige Jahre im Einsatz, sind auch unverwüstlich. Ja. Eine kurze Hose habe ich immer irgendwie mit dabei, aber meistens liebe ich es so richtig schön Tropenkleidung. Das heißt Baumwolle, ganz dünn, und man ist wirklich über den ganzen Körper geschützt. Zum Beispiel untenrum mit so einer Fisherman's Hose, die gibt es in den meisten asiatischen Ländern sowieso auch zu kaufen. Ich habe meine schon ein paar Jahre im Einsatz. Ich schmeiße sie dann nicht weg, sondern ich nehme die immer so lange mit, bis die halt wirklich mal zerschlissen sind. Dann werden sie wieder durch neue ersetzt. Genauso bei den Sarongs, wo ich eine meiner Lieblingssarongs schon um habe. Ich habe noch weitere Bücher dabei, weil gerade wenn man sich gegen die Sonne schützen möchte, ist so ein Sarong echt super. Ich habe Oberteile hauptsächlich so Spaghetti-Träger, weil es bei 35 Grad ist es halt schon sehr angenehm. Und dann kommt sowas drüber, das ist dann mein Sonnenschutz. Ja, da habe ich so 5, 6 Oberteile, das sind meine Lieblingsoberteile, damit muss ich auskommen. Ein Kleid ist auch dabei, das habe ich schon seit 10 Jahren im Einsatz, das liebe ich total, das ist so ein Neckholder, das ist angenehm, passt sich immer der Figur an, ob es noch ein paar Kilo mehr oder weniger sind. Und vor allen Dingen, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das sind so richtige Kofferkleider oder Rucksackkleider, die passen in eine Hand und nehmen es dir nicht übel, wenn sie zerknutscht werden. Und sie sind wirklich für jede Gelegenheit, ob du am Strand gehst damit, ob du frühstücken gehst, ob du Abendessen gehst, ob du dich ein bisschen hübsch machst damit. Sowas funktioniert immer. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, und ich trage im Urlaub, also ich trage auf Reisen, keine normale Unterwäsche. Ich habe festgestellt, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich ständig irgendwo ins Wasser gehe. Es ist warm und man geht irgendwo herum und 5, 6 Mal am Tag ist man im Wasser. Deswegen gibt es nur 4 Bikinis, die ersetzen meine Unterwäsche und da müssen die natürlich bequem sein. Das ist ganz wichtig, dass man richtig bequeme Bikinis hat. 4 Stück, habe ich festgestellt, sind ideal, weil immer welche auch beim Trocknen sind und selbst in Thailand durch die Luftfeuchtigkeit trocknet es halt auch nicht so schnell. Ja, wir hatten vorhin das Thema Sonnenschutz. Da ist es auch wichtig, irgendwas eine Kopfbedeckung zu haben. Ich habe nach einigen Jahren der Strandcappies, auch der abnehmbaren, also wo man diesen oberen Bereich abnehmen kann, bin ich jetzt auf den Sonnenhut gekommen. Der hat für mich den Vorteil, dass ich nicht nur vorne geschützt bin, sondern auch die Schultern mit geschützt sind. Und du siehst, der ist total luftig und den kann man überall tuschen, den kann man zusammengeben. So ein Teil kann ich wirklich sehr empfehlen. Ja, dann haben wir hier noch fürs Badezimmer. Die Badezimmer bei den kleinen Hütchen sind winzig, Ablagefläche nada, nicht zu vergleichen mit dem Hotel. Deswegen ist sowas, was man irgendwie aufhängen kann, absolut geeignet dafür.
Ich habe die Sachen halt abgefüllt. Man kann fast überall ein Shampoo oder sowas nachkaufen. Ich brauche auch relativ wenig davon. Was mir aber sehr wichtig ist, ist die fluoridfreie Zahnpasta. Da habe ich mehrere davon mit, damit mir die ja nicht ausgehen. Vielleicht finde ich ja in Thailand auch dieses Zahnputzpulver, was noch gesünder sein soll. Natürlich Haare dürfen nicht fehlen. Einmal die Haare vom Video 1 sind dabei. Absoluter Luxus, ich weiß, aber das ist mir wichtig. Und last not least, der Sonnenschutz. Da bin ich überhaupt kein Freund von Chemie, weil die teilweise für die Haut schlechter ist als die Sonne. Ich habe halt den Vorteil, ich bin ein ziemlich dunkler Typ. Ich kriege so gut wie nie Sonnenbrand. Deswegen kann ich mir das mit dem Sanddornöl erlauben. Also für alle dunklen Typen ist das wirklich ein ganz heißer Tipp. Der hat einen Sonnenschutzfaktor von 6 bis 7, ist sehr, sehr angenehm vom Auftragen und dadurch, dass dieses schon so eine orange Farbe hat, bist du auch schon richtig schön braun, wenn du es jetzt erst einmal drauf gibst. Für alle helleren Typen bitte um Gottes Willen, nehmt euren Sonnenschutz, nehmt den mit, den ihr gewohnt seid, tragt den auch entsprechend auf, aber auch immer wieder bedecken, weiße Hemden oder so ganz ein dünnes Hemd oder eben diesen Sarong drüber, das ist sehr wichtig, weil sobald man morgens aufsteht, ist die Sonne schon da und bis zum Abend ist die richtig schön krachert da. Von den Schuhen her siehst du hier die Flipflops. Ich hatte anfangs früher mal so richtig schöne auch mitgenommen, so wie Strass und so weiter. Habe festgestellt, die brauche ich nie. Man braucht richtig bequeme Flipflops, wenn man den ganzen Tag drin unterwegs ist. Das sind so von Crocs und die geben so richtig schön nach. Das sind also wirklich ganz bequeme und das sind meine Ersatzschuhe, wenn ich dann irgendwo nur am Strand rumlaufe für die kürzeren Strecken. Und auch immer dran denken, in Ländern wie Thailand musst du bei jedem Restaurant, bei jedem Shop oder sowas, wo du reingehst, wo du dir irgendwas kaufen möchtest, musst du die Schuhe draußen stehen lassen und da tut man sich mit günstigeren Schuhen etwas leichter, als wenn man da so hochkarätige Dinge draußen stehen lässt. Noch wichtig, die Bauchtasche. Da ist natürlich alles drinnen, was so am Mann sein muss. Die Kreditkarten, das Bargeld, der Reisepass, die Flugtickets, all das überlasse ich nicht meiner anderen Tasche. Meine normale Handtasche ist übrigens so ein thailändischer Beutel. Der ist dann auch eben, das ist die Handtasche für den Flug. Das ist aber auch gleichzeitig für die 3 Monate meine Strandtasche, meine Tasche für alles. Da ist alles drinnen. Und ich habe sie deswegen jetzt mitgenommen, weil sie die einzige ist, die bei mir noch funktioniert und die einen Reißverschluss hat. Das ist halt gerade, wenn ich dann auf Reisen bin, ist das einfach sicherer. Wenn man sich mal irgendwo drüber beugt, fliegt sonst gleich mal raus und das ist damit wesentlich besser. Ja, damit sind wir durch. Du siehst hier auf diesem Tisch alles, was mich die nächsten 3 Monate begleiten wird. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die man nicht so braucht. Zum Beispiel Schmuck. Ich werde also sehr wenig Schmuck mitnehmen, weil so bei 30 Grad ist es wirklich nicht angenehm, sowas am Körper zu haben. Da möchte man sich frei fühlen. Deswegen kommt nur ganz, ganz wenig mit und ganz kleine, so diese Freundschaftsbändchen, diese typischen. Sowas nehme ich schon mit, aber keine größeren Sachen, die ich normalerweise liebe, große opulente Ketten, aber ich weiß genau, das trage ich nie, deswegen nehme ich es nicht mit, kann ich auch nicht empfehlen. Ja, was ich auch festgestellt habe, dass ich nie brauche, ist sowas wie Parfum. Ich habe, also die ersten Reisen habe ich mir ein Parfum mitgenommen, auch am Flughafen Duty Free gekauft. Ich habe es nie verwendet, weil es zieht die Mücken an und man hat einfach, wenn man ständig im Wasser ist und ständig so in der Natur, hat man nicht das Gefühl, sich mit sowas Künstlichem einzuparfümieren. Das sind halt Bereiche, die man weglassen kann. Ich bin überhaupt ein Fan davon, so viel wie möglich wegzulassen. Aber was ich dir noch sagen möchte, solltest du in ein Dormitory gehen, also in einen Schlafsaal, dann nimm dir ein Schloss mit, ein Vorhängeschloss mit Schlüssel, weil die sind dann wirklich sehr gut. Da kannst du deine persönlichen Sachen in irgendwelchen Schubladen abschließen und das ist dann dein einziger privater Raum, den du hast. Dafür ist das ganz okay. Damit sind wir durch. Du siehst hier auf diesem Tisch alles, was mich die nächsten 3 Monate begleiten wird. Und ja, ich bin wirklich froh, jetzt, wenn es dann bald losgeht, wenn ich das nach dem Video alles in diesen Rucksack reingehe, beziehungsweise in diese Reisetasche. Ich habe das schon getestet, es passt.
So, Lilith, der Härtetest ist bestanden. Alles hat Platz gefunden in der Reisetasche und es ist auch noch reichlich Luft. Zum Beispiel für Mitbringsel, wie diese schöne Muschel hier aus dem letzten Jahr. Und natürlich auch für meine warmen Klamotten, die ich in Thailand relativ selten tragen werde. Die werden wahrscheinlich überwiegend hier drinnen zu finden sein. Das Büro ist auch gepackt. Da ist Notebook und alles drinnen, was irgendwie Technik ist, außer der GoPro, mit der ich jetzt gerade aufnehme. Die muss da noch rein. Ja, da werde ich also am Strand sitzen oder irgendwo, wo es schattig ist und an meinen 30 Tipps für Lebenskünstler weiterschreiben. Drück mir da mal die Daumen, dass ich fertig werde. Aber nicht nur PC, ein kleines Atelier ist auch mit dabei, mein sogenanntes Taschenatelier. Keine großen Bilder, wie sie hier an der Wand hängen, sondern kleine Schilder werden damit gemalt. Und zwar diese typischen Schilder, wie man sie in Thailand oder in asiatischen Ländern sieht, wo dann da Food and Drink und Massage und Library und so weiter steht. Sehr schön bunt und sehr schön zu gestalten mit diesen kleinen Farben hier und mit diesen Lackstiften. Da freue ich mich schon drauf, dass ich für meine Gastgeber wieder neue Schilder machen kann. Worauf ich mich auch freue, was ich auch sehr gerne mache, wenn ich unterwegs bin, das sind diese Ketten. Das sind immer so meine persönlichen Mitbringsel, die ich dann gestalte aus außergewöhnlich schönen Muscheln, die ich am Sand finde und die ich dann irgendwie kombiniere, wie hier zum Beispiel, das bietet sich an. Das Changbier wird ja in Thailand in Massen getrunken und dann hat man also eine ganz schöne selbstgemachte Kette, abseits von Konsum. Und ja, wenn wir schon beim Konsum sind, die Weihnachten stehen vor der Tür, sind ja nur noch ein paar Tage. Bei uns wird der 24.12. ein Tag sein wie jeder andere am Strand. Und schenken tun wir uns nichts, weil gibt es etwas Schöneres, als sich gegenseitig so ein tolles, geiles Leben hier zu schenken. Hier auf der Finca haben wir es gut, aber du siehst, ich habe ziemlich viel Klamotten an, nur noch so 17, 18 Grad. Das ist mir einfach, das ist nicht so ganz meine Temperatur. Deswegen war das von Haus aus geplant, dass wir im Winter irgendwo in Asien sind. Dieses Jahr sind es in Thailand, 3 Monate. Und da wird eben das Weihnachtsfest ja, ohne Stress und geruhsam, meditativ begangen. Und das Gleiche, das wünsche ich dir auch. Egal, ob du mit deiner Familie feierst, ob du alleine bist, ob du in der Stadt, am Berg, ob du irgendwo in den Süden fliegst und es dir dort gut gehen lässt. Auf jeden Fall schau, dass du so wenig Stress in irgendeiner Richtung hast, wie nur möglich. Es soll eine besinnliche Zeit sein. Es sind die letzten Tage im Jahr. Und zu schauen, was kann ich in 2017 auf dem Weg zum Lebenskünstler, auf dem Weg in ein freieres und spannendes, glückliches Leben wiederum, wo kann ich mich da weiterbringen, wo kann ich mir neue Ziele vornehmen. Und das ist eine optimale Zeit dafür, das wünsche ich dir, dass dir das klappt. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Ich freue mich auf dich. Denk immer dran, ein Scheiß musst du. Hasta la vista, Baby. Bussi und bis bald.